wieder mit Farming Simulator 19. Es ist 5:30 Uhr, warum sagst du guten Abend? Es ist 5:30 Uhr, warum sagst du guten Abend? So, für mich ist Abend. Hehehe. Ich habe schon gearbeitet. Hab niemanden umgebracht, also erfolgreicher Wettertag, glaube ich nicht. Spiel mir noch später, bis er noch Rainbow. Julia. Weiß ich noch nicht. Nervt sie mich nicht. Okay. Ihr nervt die gerne, das war schon schon. Ja. Der Bub auch. Dir Schlüssel umgedreht, dir auf. Tante, kannst du mir helfen? Alter. Nicht einmal ein Hallo. So fängt sich's an. Ja, Leute, ich müsste jetzt noch kurz warten. Ich mach grad noch kurz was essen. Okay. 5, 5, ne? So, alte Dings. Frage, großer Traktor und Anhänger. Wollen wir uns jetzt anholen? Warte. Oder sagen wir, Ich muss mir gerade meine Mod-Ansicht ein bisschen bearbeiten, damit ich gucken kann und nebenbei in den Chat gucke. So, ja. also die Frage, sporen wir auf dem stärksten Traktor? Die mit der Raupe, die du da gerade offen hast. 536 PS. Schickes Design. 136. Ja, ich bin noch nicht ganz zufrieden. Zum Beispiel fehlt mir noch das Follower-Ziel. Ja, Spannend. 536 ist das höchste. Das war der. Kostet 425.000. Großtraktor, ne? Wenn wir jetzt einfach direkt auf den sparen, ja. Großtraktor 400. Warte. Aber ist der denn besser als der? Stimmt, der ist besser als der ganz letzte. $425.000, ja, ist ja sowieso nicht mehr so viel. Ja, eben, darum denke ich mal, macht jetzt keinen Sinn. Ich ernte jetzt das Feld ab, dann haben wir das. Ja. Na, ich habe einen Job für. Warte. Für 22.000. Das Problem ist, dass ich das scheiß Feld 6 abernten muss. Das sind halt auch wieder Zuckerrüben. Und mein Traktor, den ich da habe, der kann maximal eine Fuhre jedes Mal von dem Drescher laden. Das heißt, ich muss ständig hin und her fahren. Okay. Oh, ich steh. Wie wäre die Idee? Ich mache jetzt unser Feld, verkauft es und dann unterstütze ich die bei dem Hin- und Herfahren. Ja, ne? Passt, dann machen wir das so. Also. Ich hab doch kurz doch mal den Titel angepasst. Ich weiß zwar nicht, was da anpasst, aber ich vertraue da einfach mal. Ja, ich hab mich noch dazu geschrieben. Ah, Entschuldigung, das habe ich gar nicht mehr gedacht. Alles gut. Bin so fertig mental, Alter. Mein Vorgesetzter geht jetzt auch schon mal die restliche Woche in Urlaub, weil er keinen Bock mehr hat. Nice. Ja, ist ja verständlich. Also was zur Zeit die Woche abgeht, gell, ich muss sagen. Es kann nicht schlimmer sein. Die Maschine senkt. So, und dann? Funktioniert das aber immer noch nicht. Schon wieder zwei Zuschauer. Vier Zuschauer. Jösses. Ja, du, ich und zwei. Ach so. Ja, Leute, ich schalte gerade an der Wart. Das ist jetzt aber schon das Anti-Dings, was ich da verwende, oder? Ja. Das ist gerade umgekehrt. Geht schon was bei mir so und das ist bei der Julia so. Gewicht senken. Heben. Eine Maschine heben. Ah, ich fahr einfach mal, wenn schon was. Hast du
Ah, nee, du musst, das sind Kartoffeln. Du musst zuerst mit diesem Ding erstmal vorne Ah, die, das Kraut entfernen, stimmt. ja, genau. Scheiße. Ihr seid eh das da neben mir sein. Da ist Melone quer durchs Feld gefahren. Du kannst das übrigens auch vorne anhängen und lässt hinten den Erntedings dran. Dann kannst du es gleich parallel machen. Aber weiß nicht, wie geil das ist. Gewicht irgendwo hinparken, wo ich es dann auch wieder finde. Ich hatte das Problem, dass ich immer, wenn ich irgendwas abgekoppelt habe, immer zuerst das Gewicht abgekoppelt habe, weil ich natürlich nicht auf die Idee gekommen bin, umzuschalten auf den Hänger. Rufen wir das mal ein bisschen weiter. Ja, das ist mit Absicht so. Also, weil ich das letzte Mal aus Versehen angestupst habe und weggedreht habe. Also nicht da rein. So, wir brauchen einen Traktor und einen Hänger wäre ganz gut, wo wir dann die Kartoffeln immer aufladen Ja. können, damit wir nicht immer mit dem scheiß Kartoffelabernte-Dings rumfahren müssen. Was kostet ein Hänger? Oh, die Schauger. So. Wir brauchten ja ein Ladewagen. bisschen. Das ist für ein LKW wahrscheinlich. Das hier zum Beispiel. Der 56.000 Liter kostet 72.000. Wie viel? Sieht aus. Der, gehen wir nach ganz hinten. Ja, kostet bei mir 150.000. Hä? Nee, ich habe Anhänger, du hast Ladewagen. Ist das Ja, irgendwie ein Unterschied? ja. Ja. Der eine ist für den LKW, der andere für den Traktor. Alter, Julia, Ladewagen ist unten. Wenn du hinten die Sprünge beim Drescher machst, kannst du es aufladen. Okay. Und der Hänger ist, was der Philipp hat. Da gibt es auch normal einen für den Traktor. Und wenn es als Sattelzug gibt es Ach auch so, ich meinte, die einen machen da Hänger einen für den Unterschied Traktor, dass draus. du den Sattelzug Ich mitnehmen glaube, kannst. Ladewagen hat halt einfach wirklich, dass du, wenn du Strom hast, kannst du, glaube ich, den Rest da einsammeln. Also ganz vorne sind Anhänger. Ach so. Ja, Ja, du okay. bist in die falsche Richtung gegangen, deswegen. Ganz vorne und dann der vierte von hinten. Also die drei letzten sind, glaube ich, alles Anhänger für LKW und der letzte, der hat der vierte von hinten quasi, der müsste Anhänger sein für Dings. Jetzt schauen wir mal, was der LKW kostet. Aber warte, der kann keine Frucht war. Der kann richtig wenig Früchte. Oh. Es kannst du einen LKW-Anhänger nehmen und gibt es dann auch einen Hänger für wo Dullis heißt und da kannst du es am Traktor dranhängen und kannst da den Zug dranhängen. Es wäre sinnvoller, wenn wir uns einen LKW holen und einen LKW-Anhänger, den vorletzten, weil der kann quasi alles laden. Ja, das waren auch mal. Was kostet der Anhänger? Der Hänger würde 78.000 kosten. Ja, und der beste LKW 161. Ja, krieg mal hin. Ja, dann darf ich den Balkon Großtraktor kaufen. Oder? Ja, wenn wir auf den Großtraktor noch verzichten können. Ja, eigentlich schon, oder? Ich meine, das macht ja Na, eh immer wenn einer einen einer Auftrag. immer, ja eben, wenn immer einer einen Auftrag macht und der andere unser Feld bewirtschaftet, dann sollte das okay sein. Dann möchtest du die Ehre haben. Müsst du das nicht im Stream kaufen? Ach so. Ja, jetzt Vielleicht schau geiler dir. zu sehen. Jetzt schau jetzt auch schon mal. Das ist auch so. Alter. Oder hatte zu wenig Kraft. Das ist Speed.
das war's dann auch schon wieder. Gut. Du machst einfach einzeln. Lass mich raten, du kommst mit dem Traktor da nicht hoch. Ja. Mit Bobben. Nicht so wie ich gestern gefahren bin. Achso, ja, dann kaufen wir das gleich on-stream. Also wir kaufen. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass wenn wir irgendwie Saatgut kaufen und sowas, dass wir das irgendwie, dass wir uns auf Seiten einigen, wo Josefs Zeugs liegt. Und haben wir ja schon. Haben wir schon. Haben wir schon. Meine ich auf der rechten Seite und deshalb die Crew zur Seite. Und schon können wir unser Zeugsler mitnehmen. Ja, sobald ihr Hof habt, dann geht's eh. Ja gut, dann kauf ich jetzt den LKW ums 161.000, oder? Ja, denke ich mal. Konfigurieren. Hauptfarbe. Ah, die kostet extra. Scheiße, was war jetzt die Standardfarbe? Ja. Ich glaub rot. Okay. Ah, ist das... Gut. Ja. Wenn man nicht mehr konfigurieren kann, kann man nicht, okay. Ja gut, dann lassen wir es so. Ja, kaufen. Beim Händler abholbereit, dann. Ja? Den vorletzten. Vorletzten? Ja. Der letzte der kann nicht so viel transportieren. Ja, passt. Ja, RCSS, was? Ich denke mal, was bei mir im Hintergrund ist. Ja. Naja, aber ich höre auch Serie. Guck Serie. Ja, aber wir können andere Reifen nehmen, na, das ist jetzt nicht wert. Passt. Gut. Dann. Geh mal raus, ich will mir das angucken. Nö. Mann. Ich glaube, den Stream. Das anschauen. Ich wollte mir die Seiten nochmal angucken, aber naja. Ja. Ich steck gleich aus, ich häng gleich mal an. Ja. So. Kannst du? Aber nur Moment da. Kann ich mal durch 20 Fahrzeuge durchskippen? Ah, geht sogar. Ah, okay, also die Seite hier ist Josefs, oder was? Ja. Ja. Dann müssen wir eventuell das eine Ding, was da hinten steht, das stand mitten im Weg, das habe ich irgendwann beim Ranovieren mal aus Versehen. Aber naja. Ja, ja, das war glaube ich auch nur von mir. Ja, sieht schon fett aus. Ups, vergiss nicht. Irgendwann war aber, glaube ich, für uns, weil bei mir, Mickey, vor, ich habe noch restliches Saatgut gehabt, aber. Hattest du ja. Ja, und sind jetzt halt, nimm schon, das von mir ist mir egal. Ja, das war nicht angefangen, das Backtel, kommt mir vor. Kann schauen, dass ich's benutzt habe. Das habe ich benutzt, so. Weil ich dann das Feld auch wieder gesät habe. Ja, passt, dann ist gut. Aber ich habe so, keine Ahnung, ich hatte dann noch am Ende so 40% übrig, also ich muss ein bisschen mit Saatgut sparen. Ja, zum Sehen weißt du, wo unsere Maschinen genommen haben, oder? Also, dann haben wir eine Kartoffelsäemaschine, stimmt. Ja. Ich musste auch erstmal gucken, wie das geht, weil ich nicht wusste, dass du quasi einen Anhänger. Also, du hast quasi das Seeding und noch so einen Tank dazu gehabt und das kannte ich nicht. Ah, okay. Da musste ich auch erstmal googeln, wie das irgendwie hintereinander passt. Philipp? Ja. Dürfst du auch, wenn du gemietete Säemaschinen hast, auch entlernen wieder danach? Habe ich jetzt nicht, weil ich nicht wusste, ob es einfach dann so rumliegt oder ob es das in Packungen wieder hinstellt. Es liegt über den Packungen hin. So wie du es reingenommen hast, liegt es auch wieder hin. Ah. Ja gut, dann hätten wir da Geld sparen können, aber naja. Ja, halb so wild. Nice, fürs nächste Mal war's das. Du musst nur I drücken. I. Also Philipp, als Tipp, gute Soße, Sahne mit Honig. Ist ja gut, die Soße. Ja, was wir immer öfter mal so zu Hähnchen und so gemacht haben, ist so eine Honig-Senf-Soße. Die ist auch richtig lecker. Mhm. Auch wenn ich so Senf an sich nicht mag, aber die Soße war nice. Ich mag Senf auch nicht. Ich mag süßen Senf mag ich nicht. Ja, normalen Senf eigentlich nur im Fleischkassemmel. Ja. Leberkassemmel. Aber bei uns, also ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, aber bei uns in Deutschland gibt es so Pizza-Leberkäse. Ja, das ist bei uns bekannter Fleischkäse. Okay. Ja, ist nice.
Ja, den mag ich gar nicht so. Was es bei uns gibt, ist Kassfleischkass. Was? Da ist nochmal Ja. extra Käse drin. Und dann gibt es bekannten, Lol. also Pizzafleischkäse mit mehr Käse. Ja, die Mein Chef. Essenskultur von Österreich ist sehr interessant. Ja. Zu Halloween gibt es schwarzen Leberkäse. Und zu Fasching gibt es Leberkäse in einem Krapfen drin. Lol. Oder Berliner oder What the Pfannkuchen, fuck? wie auch immer. Du weißt, was Naja. ich meine, das Ding mit Marmelade und Staubzucker drauf. Yep. Da gibt es Leute, die haben dann Fleischkäse rein. Ja, muss was sagen. Ich hab ja Marmorkuchen gemacht. Und dieser Stich, der Alter nur mitbraucht, Hat er was sagt, Bab, gefressen. na na. Er sagt, Papa, mal Butter da. A Hat er sich Butter. nicht ernsthafte Butter auf die auf Marmorkuchen da gemacht und gegessen? Ah. Ja, hat er. Ich sag, das ist auch gut. Ja, Butter schmeckt immer gut. Butter ist Fett und Fett ist ein Geschmacksträger, aber. Aber Kuchen ist auch fett. Ja, sicher. Fetter Fett. Der schmeckt aber gut, weil da viel Zucker drin ist. Als ich heute meinem Chef Bescheid gegeben habe, hat er auch nochmal, weil er mit mir quatschen wollte wegen meinem Praktikumsbericht und sowas, hat er gesagt, also der ist gut aufgebaut und sowas, ist halt wie eine Bachelorarbeit aufgebaut und er hat gesagt, ist perfekt, damit soll ich eigentlich eine richtig gute Note kriegen. Und dann haben wir so noch ein bisschen gequatscht und er meinte dann auch, dass sie sich gefreut haben, dass ich gesagt habe, dass ich gerne bei denen arbeiten würde. Und er hat mich auch schon mal gefragt, also die haben, momentan haben sie ja einen, der auf Probezeit ist. Und also das, was ich von meinem Praktikumsleiter quasi schon gehört habe, ist, dass er dafür stimmt, dass sie den Typen nicht behalten. Und auch zwei, drei andere Leute haben da schon gesagt, dass es eher, also dass sie von sich aus eher sagen würden, lieber nicht. Das heißt, du Und hattest eine gute Chance, dass sie die eine Menge. ja, klar, aber ich muss ja, also sie müssen halt Voraussicht planen. Sie können nicht davon, also er meinte halt, sie können jetzt nicht das eine Jahr warten und hoffen, dass ich alles bestehe quasi, sondern der Arbeitsplatz wird halt wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr wieder neu ausgeschrieben. Also kann das sein, dass sie dann schon jemanden auf dem haben. Aber es ist halt auch noch ein anderer frei. Also mein Vorgesetzter ist gerade eben erst zum Vorgesetzten geworden quasi. Und die Stelle, die er vorher hatte, ist noch frei. Das wäre halt ein Sicherheitsbeauftragter quasi oder so. Also schon in die IT-Sicherheitsrichtung. Also Cyber Security innerhalb vom Konzern oder wie? Oder von Ja, innerhalb? irgendwie auch so ein bisschen beurteilen und sowas würde da dazu gehören. Okay. Und da hat er gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und prinzipiell, wenn ich es jetzt, ich habe es ja quasi im Studium. Also ich habe mich jetzt noch nicht explizit damit beschäftigt, wie das in so einem Konzern läuft. Aber ich habe erstmal gesagt, ja, wäre natürlich auch okay. Also weil es haben halt alle spezielle Bereiche, also alle können quasi die grundlegenden Sachen. Und dann haben sie halt Spezialgebiete. Also der eine hat halt so die kriminaltechnischen Untersuchungen, da hat er seinen, guckt er da mit rein, macht Projektleitung mit und sowas. Und die anderen, einer hat halt so Telefone und der andere hat irgendwie die Benutzerverwaltung und dass die automatischen Rollouts und sowas. Also da hat halt jeder Seine Spezialgebiete halt. Ja, genau. Also wäre das auch für mich nicht schlimm. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Frage ist halt, ob du das auch für die nächsten 4 Jahre vorstellen kannst. Ja, ich habe auch, also prinzipiell kann ich mir das vorstellen, auch da halt zu arbeiten.
was halt einfach ein gutes Team ist und eine gute Zusammenarbeit quasi. Und wenn jeder sein eigenes Spezialgebiet hat, ist das natürlich auch nochmal interessant, welches dann meine wird. Also klar, wenn ich als IT-Sicherheitsbeauftragter da eingestellt werde, dann ist das mein Spezialgebiet, da kann ich mich nicht entscheiden. Aber falls die andere Stelle nicht ausgeschrieben ist oder da schon wieder jemand gescheitert ist quasi, dann könnte ich mir da auch ein bisschen was spezialisiert dann raussuchen. Ja. Das klingt halt schon cool. Ja, So. das auf jeden Fall. Aber ich habe halt auch gesagt, ich muss mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass ich meine Prüfungen schaffe, bevor ich denen da verspreche, dass ich das machen würde. Und dann komme ich da nicht, weil ich halt die eine Prüfung zum letzten Mal verkackt habe und nicht weiter studieren kann. Ja, das wäre natürlich an dem Punkt, wenn du alle Prüfungen bis jetzt bestanden hättest, hatten sie sagen können, ja, passt. Ja. Also selbst dann wäre es ja, ich muss erstmal meine Bachelorarbeit bestehen und so. Ist halt noch ein Jahr hin. Aber sie behalten das quasi im Auge und sie wollen auch in meiner Beurteilung darauf hinweisen, dass sie sich vorstellen könnten, mich irgendwann zu übernehmen. Das Und das ist halt gut. auf beiderseitigem Einverständnis. Interesse be beruht. Ja, egal, voll egal. Und ich muss sagen, Schwerin ist auch keine schlechte Stadt. Also, Günstig ist es zum Wohnen. ja, das hatten wir ja schon mal. Und dann wäre ich natürlich, dann müsste ich auch nicht jeden Tag über eine Stunde fahren oder so dahin, weil ich dann würde ich ja dahin ziehen. Ja. Schön. Mal 1.000 Euro bekommen, so. Was? Ich jetzt rein durchs das Ernten. Das macht sie nicht alles weg von mir. Vom Saatgut, was du erntest. Und das Rest, letzte Rest kriegst du selber auf die Hand. Weil ja da noch der Auftrag abgeschlossen ist, die 100%. Da, was da übrig ist, kannst du selber verkaufen. Und da haben jetzt rein 100.000 Euro gemacht. Nice. Jetzt kann ich ein bisschen die Schulden zurückzahlen. Hol ein bisschen. Ja, Philipp, geht es dann klar, dass wir das einfach derweil mit meinem PayPal machen, oder? Ja, klar. Ich meine, ich will gerade, falls jemand wirklich die Lust dazu hätte, dem die Chance geben, dass er es könnte. Ja. Ist für mich okay. Passt. Müssen wir uns vielleicht irgendwie nur ein bisschen aufschreiben, weil ich weiß ja nicht, wie viel du auf deinem PayPal-Konto drauf hast. Gar nichts. Achso, na dann, easy. Bei mir ist PayPal immer so, wenn ich, also ich buche das einfach direkt von meinem Konto an. Ich Ah, ja. weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn Restguthaben auf PayPal oben ist. Das müsste man dann halt beobachten, aber ansonsten. Also man kann sich ja später immer noch dafür entscheiden, dass man irgendwie quasi, Ganz, wenn ganz es viele dann Spiele von kauft. ja, wenn es halt also wenn wir dann mehr Abonnenten und sowas haben sollten, dann könnte man sich ja darauf einigen, dass man irgendwie in Richtung Firmenkonto oder sowas macht, quasi. Ja. Dann, Scheiße. aber für Entschuldigung. den Anfang teilen wir uns da rein und dann passt das so. Ja. Und wenn wir uns davon Spiele kaufen wollen oder wenn es irgendwann genug sein sollte, um für irgendjemanden mal eine Festplatte oder sowas zu kaufen, dann Ja, das machen Problem wir ist, das dass dann. Twitch sowieso erst ab einer gewissen Summe auszahlt. Ich habe Ja, eben. die Summe jetzt in meinem Kopf. Das ist ja kein Problem. Aber das will mich wirklich steuern. Ich bin Knall. Steuerberater. Ja, der hat mir schon mal wieder zahlen. Ja, und dann zahlt man. Und, wo ist das Problem? Du willst ja für deine Arbeit gezahlt werden. Ja, das schon, aber Na, Philipp, ich gehe ja brauchst du auch sowieso. den Steuerberater? Kannst du das selber irgendwie machen? Kannst du schon selber machen, find's außer wir. Also ich kann gleich sagen, ich gehe das jetzt noch zum Steuerberater. Okay. Ja, weil der auch nicht so viel die Welt kostet wahrscheinlich. Ja, wenn Julias Vermietung noch mit dazu kommt, dann Das Problem ist, dass muss mir er so halt. oder so zum. Das Problem ist, wir zahlen halt dann entweder 42 oder 55% Steuern drauf, gell? Und das müssen wir halt mitrechnen, weil ich zahle halt nicht die Steuern von meinem Teil.
Und war halt geiler ist, weil also ESA Studenten verdienen ja nichts, es geht ja nur unter dem Freibetrag. Aber ja, ist auch nicht so tragisch. Ich meine, wenn du das einfach mitversteuerst und wir gucken da und den Rest teilen wir uns auf, wäre das ja für den Anfang auch erstmal okay. Ja. Immer mit Ich meine, einer. ich könnte es ja in meinem Freibetrag noch mit aufnehmen, quasi. Ja, das Problem ist, auf Aber wessen Konto es eingeht, muss es versteuert werden. ja. Und selbst wenn, also wenn das auf mein Konto eingehen würde, dann müsste ich ja auch Steuer machen. Ja. Weil ich dann ja sagen müsste, ist Steuerfreibetrag. Natürlich Eben. nervig. Was scheiße ich. Ich muss mein Feld auch sa ernten. Viel Spaß. Du musst dein Feld sahmen. Na, ernten. Philipp, ich tat gern danach, es fällt, es gibt Terraforming in dem Spiel. Ich tat, es fällt Ja. gern Terraformen, weil es geht mir da um Arsch. Wenn du das hinkriegst, ohne unnötig viel Geld zu verschwenden. Das kann ich da leider noch nicht sagen. Nee, mach. Es ist okay für mich. Ich habe ja gesehen, was das für nervige Scheiße ist. Ich mach ganz gechillt meine Aufgaben weiter, unsere Aufgaben weiter und verdiene das Geld. Hey, geht's nachher Kartoffel verkaufen? Ja, dann muss auch vorher gucken, wo du am meisten kriegst. Ja. Und wenn wir dann einen großen Traktor haben, dann geht das natürlich auch alles nochmal ein Stückchen schneller, weil der ein paar mehr PS hat. Ja. Vor allem kann ich dann wirklich gleichzeitig mit die Dinger fahren. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht langt es dann nachher ja schon für einen Großtraktor. Ist halt die Frage, wenn man als nächstes einen Traktor oder wenn man ein zweites Feld. Das ist schwierig, weil also ein zweites Feld wäre natürlich auch nice, Aber wenn dafür. wir da kann man halt mehr anbauen und kriegt mehr Geld. Dafür auch ein Tipp geben. Und Corona Tipple. Schaut, dass ihr erste Maschinen habt, bevor fällt. Wofür Wieso habt brauche ich ihr? Maschinen für einen Typ von Zeigs, das ich nicht ernten kann? Also. Das Josef, ist wenn einfach wir an dem nur. zweiten Feld auch Kartoffeln anbauen, dann ist das, wir haben alles für den Kartoffelanbau. Ja, aber ein zweiter Traktor zum deshalb. Ja, was bringt mir jetzt ein zweiter Traktor, wenn der Philipp eh die Vertragsaufgaben macht? Da muss ich die Maschine nicht ausreichen. Ja, ich kaufe aber nicht die Maschinen für die Aufträge. Machst du für dich selber auch oben mal? Ja, irgendwann einmal und dann kaufe ich sie, wenn ich sie brauche. Ja, weißt du, Ich woher gib's die. mir ja, ich gib's mir jetzt auch nicht den Fuß ein für die Voraussicht, dass ich mir irgendwann einmal den Fuß brich. Die Frage ist, welches Feld? Also Ja, theoretisch irgendwas hätten wir 18 vier. oder sowas. Also entweder die drei Kleinen da. Ich hätte auch überlegt, die drei kleinen und die dann zusammenführen. Das Problem ist, dass da alles, also drei verschiedene Sachen drauf sind. Was ist denn da drauf? Nee. Auf der 24 sind Sonnenblumen drauf. Okay. Auf der 25 Weizen. Und auf der 26. Sojabohnen. Also man könnte ja zuerst Feld 24 und 25 kaufen, quasi, weil die liegen ja übereinander. Die könnte man einfach zu einem großen Feld zusammen machen. Ja, die Frage ist, wenn mehr große Felder? Weil ich meine, im Endeffekt haben wir dann alles so Riesenfelder wie Feld 8 und keiner Bock jetzt machen. Ich meine, bei Feld 24 und 25, wenn wir die zusammenführen, sind die ungefähr so groß wie Feld 19. Das wäre eine okaye Größe, würde ich sagen. Ja. Das heißt, wir bräuchten theoretisch irgendwas, was Weizen und irgendwas, was Sonnenblumen abernten kann.
dann. Was kosten denn die Warte. Felder? Ja, warte, das wollte ich erst kurz. Feld. Ah! Ja, wir kaufen ja keine einzelnen Felder, sondern wir kaufen ja Land. Ja. Und Feld 24, 25, 26 wären ein Land, was einen Wert von 362.712 hat. Ja, okay, das geht. Wir sind jetzt wieder Zeitl dran, bis wir das haben, aber dann wissen wir auch, dann sparen wir jetzt aufs Land, oder? Ja, dann sparen wir erstmal auf die 362.000 irgendwas. Ich würde übrigens vorschlagen, dass wir dann irgendwann mal ein paar Runden LoL spielen und auf R6 habe ich gerade weniger Lust. Ist für mich okay. Das Gute ist, morgen in der Konferenz kann ich nebenbei trotzdem spielen. Also, Suchti, mein Chef hat Suchti. gesagt, ich soll mich erstmal wieder ein bisschen. Ich soll erstmal wieder fit werden. Und dann kann ich morgen entscheiden, ob ich mit in die Dings reinkomme oder nicht. Okay. Aber da meine Augen nicht mehr wehtun, zum Glück. Aber ich hatte gestern Nachmittag dann übelst rote und gläsrige Augen. Das sah übel aus. Und Was dann habe hast ich du denn natürlich. gekifft? Nix. Und dann habe ich auch noch die Hat ganze wieder Zeit drin einmal quer durchs rumgerieben, weil sie Feld. halt. Kann ich da auch Ja. keinen in zwischen einlabern, Josef? Entschuldige. Dann habe ich natürlich auch drin rumgerieben, weil es halt unangenehm war. Und dadurch ist es noch schlimmer geworden. Ja. Ja, Josef, ich fahre wieder durchs Feld. Ist eine Abkürzung. Vor allem, wenn ich ständig zu dieser scheiß Ranch über die halbe Map fahren muss. Ja, wir könnten jetzt ja einen LKW nehmen zum Füllen, oder? Das ist mir gerade auch aufgefallen. Also wenn du die Kartoffeln gerade noch mal verkraften kannst, dass du mit dem zum Restaurant fahren musst und dich mit dem LKW. Ja, von mir aus kann schon ein LKW rückkommen. Okay, dann hole ich mir gleich. Weil ich glaube, ich einfacher ist, wie wenn du da mit jeder Ladung zur Ranch fahren musst. Yep. Und jetzt sogar, also ich habe ja das Buch von Boba Fett geguckt und da haben die den Cad Bane, das ist so ein Kopfgeldjäger, auch mit reingebracht quasi. Und der sieht halt, also der Ja, Kurt Unterschied Cobain, von, oder? nee, Cad Bane. Also Okay. Kurt Cobain ist ein Sänger, Ja, eben, Cad darum hat es Bane mir jetzt ist gerade Star Wars. gewundert. Und da konnte man jetzt richtig vergleichen, weil ich das gerade in der Serie auch habe, wie der aussieht. Tatsächlich sieht er im Buch von Boba Fett, also dadurch, dass es ja quasi echte Menschen sind, sozusagen und kein Trickfilm, sieht er da eigentlich echt krass aus. Und Julian nervt das, dass sein Mund so weit oben ist. Und ich denke mir so, eigentlich sieht er eigentlich gerade fresh aus. Ja, ich kann mir darunter jetzt nicht die Welt viel vorstellen. Ja. Aber ich So ein glaub das kleiner, einfach einmal. so ein blauer Kopfgeldjäger mit einem großen Hut. Ich habe keinen einzigen von den Sachen gesehen. Ganz vergessen. Oh, tun wir dann nochmal schnell das Kraut ein bisschen weg. Wahrscheinlich kann ich mal wieder von den Zuschauern anhören. Du machst das nicht sauber genug. So wie gestern, ja. Vorgestern. Aber sagen wir es kaum. Vorgestern, na gestern. Ah, vorgestern. Haben wir vorgestern auch schon gestreamt? Ja. Ja, stimmt. Stimmt. Mich hat der laute Sound genervt, deswegen habe ich alles nur noch auf 10% und jetzt höre ich gar nichts mehr. Recht hasch. Ja, vor allen Dingen, wenn ich halt, für
den Stream ist vielleicht gut, wenn man irgendwas hört. Aber wenn ich eine Serie schaue, dann will ich nicht ständig irgendwelches Piepen hören. Der LKW fährt schnell. Damit muss ich noch klarkommen. Ich finde es toll, dass einfach die Maschine nach unten rutscht. Hä? Ich muss da voll schräg fahren, damit die Spur haltet. Achso, ja, das ist richtig komisch bei dem Ding. Was tut denn noch? Verstehe es nicht. So eine Maschine habe ich noch nie gehabt, was so komische Geräusche macht. Vibrator. Doch, jetzt haben wir das genau unter mir war. Pass auf, wenn er da gleich einen Zeichen einbaut. Hast du jetzt geguckt, wie viel die richtige Kartoffeltechnik kostet? Ja. Weil das Ding nervt mich jetzt schon, Alter. Schau dir mal die Linie an. Warte. Ja. Ein bisschen schräg. Jetzt musst du die Rüben weiter ernten und ich mach das Kartoffelfeld. Ja, der fährt ja bei dir genauso beschissen. Ist richtig, aber das sieht man dann im Stream nicht. War ganz einfach. Soll der Helfer den Scheiß machen? Dann kann ich immer noch was zum Essen holen. Ja, okay. Eine Ladung sind ungefähr 50% von unserem LKW. Schon mal besser. Alter, gib mir. Was?
er spielt Minecraft auf der Switch. Ja. Und möchte die Mod-Holzaxt auf gut Deutsch steht von Builders World. Ja. Ja, die gibt's im normalen Minecraft nicht. Ah, ja. Aber ich weiß nicht, was er meint. Wasche. Ja. Du weißt es leider nicht, Otze. Naja, oh ja, nun hast du es geschafft, Narsi. Ah ja. Hä? Ein Jahr. Ja, hab ja gesagt, oh ja, nun. Ja, das kann noch lang gehen jetzt, ja. Das fällt. Ja, manchmal hat der Server richtig komische Ruckler. Ja. Aber nur, also, wenn du einen neuen Auftrag startest und die Autos gespawnt werden, dann ist das klar. Aber manchmal hat er auch so wirklich nur so ein paar. Zwischendurch mal so ein paar Ruckler. €73 Lohnzahlung. Und da fährt Julia wieder los mit dem Trakt, mit dem Anhänger. Ja, muss gerade schauen, wo ich denn überhaupt hin muss. Boah, das sind gerade schlechte Preise. Ja, wir haben schon mal 600 gekriegt. 677 ist das erste, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, das haben wir am Anfang gekriegt. Jetzt nur 501 am Hafenspeicher. Ja, machen wir gleich. Beim Hafenspeicher musst du aufpassen. Ich habe da immer an den Schienen ausgeladen und plötzlich kam der Zug entgegen. Also, das ist halt dummerweise ist dieser halt, das Ausladding ist da halt genau auf den Schienen. Ja, das ist ja für den Zug eigentlich gedacht. Ja, dafür kann ich ja nichts. Wenn ich das da ausladen soll, dann lade ich das da aus. Ja, passt ja, aber du kannst schon eindeutig mit dem Zug fahren, weil ich bin gestern mit dem Zug gefahren. Es bringt ja nichts, wenn ich die LKW es gemietet habe.
das nochmal irgendwie umzufüllen. Ob das der Acker bis jetzt gemietet, oder? Na, ausgeliehen, wenn wir die Felder machen. Ja, das. Hat der Acker machen können, hätte man das Geld erspart. Hätte man nur Felder zukaufen können. Hätte man nur die Maschinen ausleihen müssen. Wo ist ein Haferspeicher? Ganz links außen. Boah, Alter. War irgendeiner von euch schon mal irgendwie Sachen wieder reparieren bzw. auftanken? Nee, oder? Damit man weiß, wie teuer das ist. Also ich brauche halt 1,4. Wenn man reparieren und nie rauskommt, wenn man es repariert. Keine Ahnung. Ich habe halt für ein Benzin 1,499 gezahlt. Wow. Ich hab's nicht verstanden, was? Ich habe heute für den Benzin 1,499 gezahlt. Ja. Philipp, du gehst jetzt einfach trotzdem verkaufen, ja? Ja, ja, klar. Der Zug ist schneller als ich, das ist unfair. Ich bin neugierig, wo der Mercedes E91 da wieder auftaucht, im nächsten Stream. Bitte nicht rein. Wir haben jetzt einen Arbeitskollegen erzählt von dem Typen. Also ist man da nicht stolz drauf, wenn man angebaggert wird. Na, nicht von irgendwo im Internet. Weiß ich, ob das nicht vielleicht der 80-jährige alte Sack ist. Ja. Hallo? Was? Ich hab keinen Ingame-Sound mehr. Ah. Oh. Philipp, kannst du mal den Stream einhocken, ob mein Mikrofon mal geht? Ja, Moment. Apfelkuchen, Mandarine, lalalala, Mikrofon-Test. Ja, geht. Okay. Alles angekommen. Ganz gute Idee, Julia, mitten auf die Schiene bleiben. Oh, Baum. Zurückkommen. Als ob das echt das da ist. Nein, normalerweise rechts ist das auch. Unpraktisch. Sehr unpraktisch. Gott sei Dank, gerade richtig hat unseren Anhänger beschädigt. Oh. Geil. Schon zurückkommen? Ja. Er ist auf dem Zug gelandet. Ja, eventuell ist irgendwas kaputt. Ist es stuck? Ja. Das ist doof. Ah ja. Also stimmt, du kannst nicht nach links lenken, weil du ja quasi weil die Platz brauchst. Ja. Julia? Entschuldige.
Was ist? Wegen dem Mutz, wo wir geredet haben. Achso, da muss ich mich rausstellen. Ja, super, wenn dann der Zug kommt, meint er mir richtig weg. Ja, was ist mit dem Mods? Ja, der Philipp war da. Ja? Philipp, ich will Mods haben. Ja, also ich weiß halt nicht, was für Mods. Also, wenn man sagt, Josef hat was erzählt von wegen größeren Maschinen, das finde ich ja okay, weil dann kann man so ein Feld 8 auch in einem. Wie gebe ich das jetzt ab? Und man kann auch Silos durch Mods haben, und das ist so wie was im Spiel gibt. Philipp. Du siehst doch links dieses. Warte, stell mal aus, dann kann ich das. Hier, das Ding hier links muss über dem Ding da sein. Und dann müsstest du irgendwie eine Anzeige kriegen von wegen verkaufen oder abgeben oder sowas. Dein Helfer, der man muss. Guck, was das? Was hast du gesagt? Ich tue einen Helfer rein und dann gehe ich Mutz schauen. Da rieselt das Geld für uns. Also wie gesagt, größere Maschinen, größere Silos ist für mich okay. Windräder. Für was braucht man die? Zum Strom produzieren, was auch Geld gibt, oder? Mhm. Ja, das wäre auch nice. Ich wusste halt nur nicht, was ihr meint mit Mods. Deswegen habe ich gesagt, wir warten auf dich und dann. Und wo lädt man die dann runter? Weil Josef meinte, die muss man alle selber haben. Ja, ich krieg nachher da immer einen Link, wenn ihr bis hin. Ja, Link bringt uns nicht viel. Da muss man schon sagen, was wir damit dir messen. Aber Steam hat anscheinend relativ viele. Wobei, von mir aus kann ich mal sehr zeitnah auf LOL umsteigen. Ja. Ich würde eigentlich gerne das Feld noch fertig machen, aber ich glaube, das dauert noch einen Moment. Einen zu langen Moment. Ja, eher schon. Aber eigentlich habe ich keine Lust mehr auf Farming Simulator. Es ist mir gerade zu anstrengend. Wir können auch umsteigen. Ja, ich fahre gerade noch einen Dingsdruck. Ja. Alter. Dem hatte ich auch schon öfter. Weil das Ding ja so fettes Rohr drin hat. Dann Finde ich kannst du das das nicht. auch nicht einklappen, oder? Na, du kannst es hochklappen, so ein bisschen. Naja, das bringt auch nicht viel. Also mit den anderen Mähdreschern und so, die man hat, da kann man die Rohre einklappen oder umklappen. Da steht das nicht im Weg. Oh, ich habe halt Leute gehabt auf der Autobahn, die waren einfach leid dumm. Der erste ist beim Beschleunigungsstreifen stehen geblieben. Und dann beim nächsten Streifen mit 50 aufzufahren.
Und der nächste hat sich beim Sondertransport zwischen Begleitfahrzeug und Sondertransport eingereiht. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, you had one fucking job. Ist ja nicht so, dass die eh schon knapp aneinander fahren, um zu kennzeichnen, dass man da nicht reinfährt. Boah, als ich heute nach Straßen gefahren bin, da sind vor mir 3 LKWs gefahren. Und die hinter, also es gab keine Chance, um 3 LKWs zu überholen. Das ging nicht. Und da sind Leute ständig, also eigentlich waren es 2 Fahrzeuge, die sind halt ständig vor mich gefahren, weil sie überholen wollten und dann gesehen haben, da kommt jemand. Dann sind die vor jeden einzelnen LKW so Millimeter haarscharf haben sie sich da Eingestellt, eingeordnet, ja. weil da halt die Autos auch schon so nah dran waren. Geil. Das wünscht man sich doch. Ich habe eigentlich den Unfall schon gesehen. Weil wir jetzt umsteigen? Können wir machen. Nimmst du den BGC-Clan on Twitch-Account? Oder bleibst du bei Julia? Zockt. Ist mir prinzipiell egal. Also du kannst ja gerne eingeloggt bleiben, wenn du willst. Mir ist es auf meinem Account, ich spiel. Ja, ich muss bloß wissen, ob ich mich umloggen muss. Na, bleib mal, so ist viel einfacher. Ist jetzt viel zu nervig zum Umloggen. Ja. Die Werbung ist ja so oder so da. Eben. Auch wenn man dann deine Sicht sieht, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, stimmt jetzt immer, oder? Das rote Design sieht schon nice aus. Ja, andererseits finde ich schon geil, aber mir fallen auch so ein paar Kleinigkeiten. Ich möchte die nächste Zeit noch bearbeiten. Ja. Ja, wenn ich Bock habe, gucke ich mal bei meinen auch nochmal drüber. Da. Ups, also, das wollte man nicht ausschalten. Spiel abbrechen. Ich hatte mich als Admin kurz eingeloggt bei Farming Simulator, weil halt Nacht war und die Nacht wollte ich skippen. Ja. Ich habe auch Josef gesagt, wir skippen nur die Nacht, die andere, also weil du kannst ja in der anderen Zeit kannst du Aufträge machen. Das heißt, wenn er unbedingt will, dass da seine eine Ecke von dem Feld, was noch nicht reif ist, dann muss er halt warten. Ach so, weil ich hab davon eine rasche Zeit vorgespult. Ah, gut, das wusste ich nicht. Aber gut, dass man das sagt. Du hast ja, okay, du warst schneller als ich. Hast du schon gewechselt? Ich hab gewechselt. Also das hätte ich jetzt zumindest so gesagt, also die Nacht ist halt nervig, wenn das Feld mal nicht fertig ist, dann machst du halt einen Auftrag, bis es fertig ist. Ja, das ist sicherlich, aber... Außer ihr beide sagt, ist okay, dann ordne ich mich da unter. Na, mir ist es eigentlich wurscht. Ich habe mir einfach so gedacht, ja, wenn ich schon die Zeit vorspringen kann. Ich finde es halt fein, aber schon Internetprobleme. Was ich nicht verstehe, warum ich immer noch 2600 Kilobyte pro Sekunde habe. Ist das vielleicht bei OBS eingestellt? Als Grenze noch? Oh, ja. Ja, weil OBS scannt, glaube ich, einmal dein Stuff quasi. Und dann okay, war Stuff. Zuschauer-Crop, der wo man zugeschaut hat. Ja, was ist denn das Maximale, was geht? Warte, ich kann dir meins sagen. Ist das bei Ausgabe, ja, oder? Aktuell hat mein OBS irgendwelche Probleme. Oh! Ja, interessant. Also ich habe bei Ausgabe stehen Videobitrate 6000 Kilobyte pro Sekunde. Ich glaube, mehr geht. Maximale Videobandbreite. Anscheinend kannst du auch mehr machen. Ja, eben, weil ich hab das jetzt relativ weit aufgestellt. Das Problem ist, bei mir hat er gerade irgendwelche anderen Leiden. Das Feld ist, was da immer links daneben ist, das wechselt gerade durch Rot. Jetzt bleibst du auf Rot, eigentlich sollte es nach Grün sein. Ja, das ist Gelb, richtig. Hellgrün, Rot.
Gelb, orange, rot. Ja, vielleicht ist dein Upload ein bisschen ungünstig gerade.